So Leute, wir trinken jetzt Strawberry Mojito und die meinen es wirklich gut mit uns. So viel Alkohol. Da krieg ich direkt ein Déjà-vu nach Mallorca Cala Ratllada. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, da war der Alkohol genauso scheiße. Und gleich kommt noch eine Pizza, die wir uns teilen. Ja. Die Lego. Yo, Kinners. Jetzt ist unsere Pizza gekommen, die teilen wir uns. Der Cocktail haut echt rein. Ich würde sagen, ein bisschen amateurhaft, oder? Also unsere von Restaurante, die wir dann noch mal extra belegen, sieht ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt noch was Kleines bestellt, was die ganze Sache besser macht. Thank you. Ketchup halt. So, probieren wir mal. Ja, ist okay. Aber was fehlt, ist Ketchup. Ich kann nicht mehr geradeaus gehen oder sehen. Boah, wir sind echt schon ein bisschen angetütert. Meinen indischen Gen vertrage ich sowieso nichts. Weil da ich dieses Getränk vertrage ich auch nichts. Und die Kohlenhydrate haben, glaube ich, noch nicht gescheppert, als dass ich, boah, was ist wirklich bei der Hitze dann vielleicht noch, wa? Naja, ja. Wie viele Ausreden haben wir eigentlich noch? Ja, ja. Guck mal, die Sonne bockt raus. Ich glaube, wir legen uns jetzt mit unseren fetten Bäuchen an den Pool. Mausi, ich habe eine Idee. Wollen wir nicht einfach fett werden? Wir scheißen drauf. Lass mal wirklich drauf scheißen, einfach fett werden. Aber da müssen wir uns aber versprechen. Manchmal mag ich ja clean essen. Nein, Mann. Pizza, Burger, Eis, nonstop. Okay, lass uns was ausmachen. Ja. Wenn es beide fett. Aber wir dürfen den anderen nicht verlassen. Okay? Aber halt nein. Ich will neu in Deal. Warte. Nein. Ich will den Deal, du hast gerade eingedealt. Eingedealt haben. Warte, aber wenn ich schwanger werde nächstes Jahr, ja, dann wirst du einfach mit mir Ding und wir gehen zusammen wieder ab. Ich mache aber vorher trotzdem schon eine Aufbauphase. Weißt du was? Das neue Hashtag 10 Wochen Programm regelt. Mein neues Programm Pro. Ja, da werde ich jetzt die Aufbauphase mitmachen. Aber danach mache ich das normale 10 Wochen Programm, Leute. Und das 10 Wochen Programm regelt. Werdet so fett, wie ihr wollt. Es regelt schon. So, Leute, ich habe meine Sonnenbrille oben vergessen im Zimmer. Scheiße, aber Alina kommt gleich. Ich hoffe, sie bringt sie mit. Guck mal, das T-Shirt habe ich jetzt an. No photos, please, it's cheat day. Davon wird es bald ein neues in meiner Kollektion geben, aber ein bisschen verrückter noch. Ja, also das war super, wurde super angenommen, aber mir wird dann immer schnell langweilig. Ja? Ich brauche dann mal was Neues, was noch Cooleres. Kommt bald. Kannst du den Bau nicht einziehen, wa? Oh, that's okay. Pineapple is perfect. So, jetzt kriegen wir hier Pineapple Juice und Cola Light. Ist auch wichtig, denn wir müssen ja ganz besonders auf Fresse auf die Figur achten und ein paar Bud Light. Ja, Bud Light liegt aber auch. Wow, haben wir lange am Pool gehangen und haben einfach nur gechillt und ein paar Bud Light gezischt und echt lange jetzt nichts gegessen, bestimmt 3-4 Stunden oder so. Also echt lange. Und getrunken. Ja, getrunken. Ich bin schon total. Guck mal, ich bin hier wieder der Sauhaufen. Ja, jetzt haben wir ein wesentlich kleineres Zimmer. Man muss sagen, das SLS ist sogar teurer als das W, obwohl es ein kleineres Zimmer ist. Warum? Weil es ist Place to be. Party. Yeah. Weiß ich nicht was, ja. Ist jetzt nicht. Also klar, machen wir auch Party, aber jetzt nicht so übertrieben. Ich wollte gerade sagen, weil wir total die Partymenschen sind. Ja, nicht mehr. Ne? Aber das ist schon. Das finde ich ja gruselig. Ja, das ist ein Spiegel über dem Bett. Ja. Was machst du? Nee, alles gut. Guck mal, wir sind voll aufgebrezelt. Also, Alina ist aufgebrezelt. Ich habe hier wenigstens ne, Hose und Oberteil. Ihr wisst ja. If you cheat. Suit up. Versteht ihr? Du Mausi, das geht nicht. Na klar, du hast doch auch an. Ja, aber ich kann nämlich um. Wieso dürfen Frauen. Beantwortet mir das mal, Sandalen anziehen, wenn Männer das machen. Hier. Mann, aber meine Sandalen sehen das schon ist richtig Marke, das ist richtig aus. Brand. Das ist ja nicht jetzt Adiletten. Ja, aber meine Schuhe sehen dazu schon richtig beschissen aus. Aber wenn wir jetzt durch die Wüste hier laufen, dann. Wenn ich jetzt hier so mit Überschuhen, Jordans, so yeah, da werden sie so zu dir sagen: Oh. Underdressed? Why she life with such an unbelievable good aussehen guy? Oh, nein, das war Spaß. Das war wirklich Spaß. Ja, ja, ja.
weiß schon, wie es in Wirklichkeit heißt. Ich habe jetzt richtig Hunger. Was wollen wir essen? Sushi, Pizza, nochmal Burger. Sag es mir! Komm schon, sag es mir! Schaka, du schaffst es! Sag es mir, Baby! Jetzt sag es mir doch mal endlich! Was willst du? Mann, abturn, Alter. Ab geht's, ein bisschen Sushi am Start. Ja. In dem Ding, wo wir hier letztes Mal vorbeigelaufen sind, da hier war ich auch schon ein paar Mal. Bis jetzt immer ganz gut. Wollen uns aber nicht voll essen, denn wir wollen auch noch entweder Pizza oder was weiß ich, ne? Genau. Und dazu gibt's ein Mango. Ja, Mangosaft. Juice, genau. Sushi ist over. Saft auch. In den USA gibt es richtig, richtige Hammer-Sushi-Läden. Habe ich schon in New York und so weiter. Da gab es wirklich absolute Topbrecher. Das Ding ist, hätten wir auch hier haben können, in irgendein Hotel rein. Und wir wollten draußen irgendwo sitzen. Ja, ich hasse das, drin zu sitzen. Nur Klimaanlagen, es ist so arschkalt. Ja, und als Ambiente wollten wir jetzt ein. Wir wollten hier auf den auf der Wilmersdorfer Straße. In der Lincoln Road, aka die Wilmersdorfer Straße, sagen wir immer. Sitzen und schön ein bisschen was. Ja, das Ambiente war uns heute wichtiger. Uns hat er trotzdem gut geschmeckt, also ist es nicht. Also das heißt, Ambiente gibt es ja in den Hotels auch. Es gibt ja schöne Restaurants teilweise, ne? Also zum Beispiel unser ist ja auch geil im Hotel. Ja, aber da sitzt du da halt rum. Aber und es ist so Oma-mäßig und kalt. Also wir wollen mehr Straße sein sozusagen. Wir sind jetzt hier im Starbucks. Alina will jetzt hier so ein ja, irgend sowas, auf jeden Fall so ein Schokoding, was sie vor 2 Jahren hatte. Sie will unbedingt ihren Schoko, weiß der Geier, Frappo, Mokka, Schatte, Latte, Toffee, Karamell, Fudge in the house. Wie wurdest du gerade genannt? Align. Und Align, wie schmeckt's? Align ist nämlich Alina. Align. Nicht einen schönen Quarter Pounder. Oh. So, also auf dem Weg zum nächsten Restaurant isst Alina ihr Eis und ich mein komischen Hamburger Royal TS aka Quarter Pounder. Kennt wahrscheinlich die Szene aus Pulp Fiction. Wie nennen Sie da einen Quarter Pounder? Ein Royal mit Käse. Weshalb nennen Sie ihn so? Wegen dem metrischen System und so weiter. Und der ist echt pervers hier. Also das Fleisch, die Farbe. Boah. Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Weiter geht's. Wir sind hier bei so einem netten kleinen Italiener mitten am Ocean Drive, volle Hütte und haben wieder mal richtig schön Alkohol vor den Glocken. Was hast du hier? Ein Strawberry Daiquiri. Strawberry Daiquiri. Ganz ich wollte sie eigentlich auch vorhin, ja, so ein Frozen Drink. Also er schmeckt schon besser als vorhin. Ja, aber ich brauche auch was Normales. Das kippe ich hier gleich vom Stuhl. Ich habe hier meine Pizza, weil die teilen wir uns und das teilen wir uns auch. Eine Lasagne. So Leute, wir sind zurück im Hotel und jetzt gibt es noch ein Stück Pizza. Ben & Jerry's Eis. Hier mal eine ganz komische Sorte. American Dream. Und da haben wir schön noch Kakao. Reese's Mini. Hershey's. Skittles. Dann hier so eine Säfte. Ja, und hier noch Pizza halt. Und auch ein bisschen Leckereien. Dann geht's los.